Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neuer SCB-Verse Report steht an und ich darf endlich wieder mit dir moderieren. Ja, das war schön, obwohl du einen schönen Ersatz hattest. Ja. Aber ich freue mich, dass wir wieder. Ja, stimmt. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Also, wir sind heute gut drauf, daher wird es ein bisschen eine alberne Episode. Ich sag's euch gleich von Anfang an, damit ihr sofort Bescheid wisst. Wir haben aber dafür auch ein sehr, sehr cooles Hot Topic für euch rausgesucht, denn das ist wirklich was so Entscheidendes, das wollten wir euch unbedingt als erstes vorstellen. Ja, und zwar fahren wir total auf das angekündigte Frachtsystem ab in Alpha 3.0. Und deswegen haben wir uns das als Hot Topic rausgenommen. Und ja, in puncto Frachtsystem geht es im Prinzip darum, ich kann meine Fracht hochheben, ich kann sie einladen in meinen Frachtraum, ich kann mit meinem Schiffchen wegfliegen, kann das Ganze dann wieder auf dem Markt auspacken und dort an andere verscherbeln. So wie es also für die Alpha 3.0 schon vorgesehen ist, werdet ihr ganz viel Kram, den ihr überall findet, aufsammelt, salvaged, aus Schiffen rausbrechen könnt oder was auch immer, also so aus Wracks zum Beispiel, den werdet ihr wirklich überall dann auf Marktplätzen verscherbeln können. Dazu wird es zwei Systeme geben. Einmal ein automatisiertes Ladesystem, wo man das dann vielleicht übers Mobiglas oder über irgendein Terminal machen kann, und eben ein manuelles. Und gerade für eine bestimmte Profession wird das manuelle Verladesystem sehr wichtig sein. Und das finde ich auch richtig so, denn wer Scheiße baut, finde ich, der kann auch... Oder, findest du nicht? Der kann auch ruhig ein bisschen mehr arbeiten. Und das sind nämlich die Piraten. Ja, die Piraten müssen das Ganze dann manuell einladen und können nicht die Automatikfunktion benutzen. Selbstverständlich, ne? Also wenn ihr ein Schiff boardet, dann wird euch sehr selten der Eigner ein Terminal zur Verfügung stehen und sagen, ja komm, transferier rüber. Sondern dann müsst ihr das Ganze halt händisch nehmen und eben im Zweifel durch den Weltraum in eure Caterpillar oder sowas verladen. Dafür ist eben dieses System dann da. Aber das wird dann eben auch gehen. Also das bedeutet, ihr werdet verschiedene Containergrößen zu verschiedenen eben Schiffsgrößen oder Laderaumgrößen haben. Und da sind sie auch schon ziemlich weit, haben sie gesagt. Also die Frachtbereiche in den Schiffen und sowohl die Container, die sind so gut wie fertig, haben sie gesagt, was ja schon mal super ist. Und auch im Punkto Märkte, ich meine, da sind sie ja auch schon ziemlich fertig, ziemlich weit. Auf Port Olisar, Grimhex, gibt es ja schon Märkte und später soll es dann auch auf Levski Märkte geben. Genau. Ja. Und durch diese ganze Marktfracht-Situation gibt es natürlich... Taucht hier da ist er, ja. Weiß auch nicht, warum. Das ist noch die Aura, die hier steht. Durch diese Märkte und das ganze Frachtsystem wird es auch natürlich verschiedene Spielmechaniken geben. Denn daraus ergibt sich natürlich eine ganze Menge, wenn ich mir eine Ware besorge und auch verschiedene Handelsrouten, die übrigens dann implementiert werden sollen, vorhanden sind. Wenn ich dann rausfinde, was ist die beste Handelsroute, kann es natürlich sein, dass ein Pirat auftaucht, meine Fracht klaut. Dann wiederum könnte sich ergeben, hey, ich brauche Söldner, um das Ganze zu beschützen. Oder halt Kopfgeldjäger, die dann wiederum die Piraten jagen. Ja, also da hängt, wie gesagt, ein ganzer Wirtschaftskreislauf schon mit dran. Das heißt, egal ob ihr Händler, Trader oder auch wirklich nur Logistiker seid, ihr braucht dann eben den Geleitschutz, den ihr anheuert, dann wiederum Kopfgeldjäger, wenn sie euch wirklich doch noch was geklaut haben, um die Piraten zu jagen. Und die Piraten können dann selbstständig auf die Jagd wiederum gehen, nach Händlern, Tradern, Logistikern, wie auch immer. Das wird eben schon das ganze System sein. Und was ich auch sehr cool fand, war die Sache mit dem Tauschsystem, die Tauschbörse. Ja, Tauschbörse, so à la Flohmarktmäßig. Wobei man dazu sagen muss, da tauscht ihr dann nicht mit Geld, sondern wirklich halt mit Waren. Also ihr könnt mit Waren, die aus eurem Frachtraum sind, könnt ihr dann neue Güter bezahlen. Richtig. Also für alle Freunde, die gerade so in Richtung Banu Merchantman gehen, wird das eine große Sache. Und da nehme ich schon was vorweg, wo wir gleich nochmal zu kommen werden. Ein bisschen Geduld noch. Denn wir gehen jetzt von unserem Hot Topic, was dieses ganze Frachtsystem Alpha 3.0 beinhaltet, jetzt in unsere Weekly Updates. Und da ist natürlich das erste Around the Verse. Ne? Around the Verse. Und da gab es ganz viel diesmal zu Schiffen. Ne? Mhm. Also Schiffchen, Ahoi. Da ging eine Menge ab, wobei man sagen muss, da nehmen wir jetzt nur mal einen kleinen kurzen Teil, würde ich sagen. Ne? Da ging es nämlich um die Entstehung des Ursa Rover. Mhm. Aber den greifen wir uns raus im Moment nur wegen des Frachtsystems auch. Weil sie da auch gesagt haben, der Kleine, da wird dran gearbeitet an der Frachtbühne der Constellation, damit er dann sozusagen seine Räderchen anwinkeln kann und reinfahren kann. Das ist doch schon mal praktisch. Wie man immer sagt, die Öhrchen anklappen. Ne? Ja, genau. Vielleicht machen wir dazu noch ein Voice-Over. Schauen wir uns mal an. Genau, das kommt darauf an, wie viele Bilder wirklich da sind, wie viele Infos auch wirklich drin sind. Gucken wir uns aber mal an, vielleicht, wenn ihr euch auch
eins wünscht, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn es sich lohnt, machen wir es gerne. Wo wir auf jeden Fall noch eins machen werden, also das ist jetzt schon klar, wird ein Voice-Over zu dem Shipshape sein, zur Drake Dragonfly. Ja. Die auch genau. Ja, die Dragonfly, mein Lieblingsschiffchen. Ja. Also das Weltraummotorrad, da machst du dann auf jeden Fall einen Voice-Over drüber. Ja, da gab es auch wieder eine ganze Menge, deswegen will ich da gar nicht zu viel sagen, aber eine Sache darf ich die verraten? Ja, bitte. Ja, na klar. Sehr gut. Natürlich. Zum Sound. Ja. Da haben sie nämlich gesagt, das Ganze soll dann beim Starten nach einer Harley-Davidson klingen. Ja. Yeah. Die Harley-Davidson von Star Citizen. Gerne Beinhardt. Das muss kesseln, sage ich nur. Und so soll sich die Dragonfly auch anhören. Also von daher, wenn ihr da mehr Updates wollt, einfach ein bisschen auf unseren Channel stalken und dann werdet ihr mit Sicherheit bald was dazu finden hier, denn wir werden das auf jeden Fall behandeln. Übrigens, die Dragonfly wirklich sehr klar für Alpha 3.0, ne? Dass sie da flight-ready sein wird und ihr das dann ausprobieren könnt. Außerdem haben wir mal was aus der Reihe ist. Wir wollen euch nämlich hier mal den MVP vorstellen, den Most Valuable Player, der ja immer bei jede Woche von ATV benannt wird. Und das ist in dem Fall eine junge Dame, die echt herausragende Arbeit gemacht. Ja, Alisiana heißt die Gute und die hat diesen MVP, Most Valuable Post quasi wie auch immer. Sie hat nämlich sich um die Lore-Geschichten gekümmert und das ist echt krass, finde ich, auch abgesehen davon, dass es eine Frau ist, weil das ist ja auch irgendwie so, Lore ist auch immer so mein Ding, was mich total interessiert, diese ganzen Hintergrundgeschichten, aber die hat mit einer Akribie, hat sie Listen angefertigt, hat die ganzen Galactic Guides auseinandergenommen, also auf welchem Planeten hat wer regiert, was ist da los, wann und also das ist richtig... Ja. Daumen hoch. Aber hallo, Daumen hoch an der Stelle. Schaut mal rein. Es ist natürlich auf Englisch, aber es ist unglaublich gut strukturiert. Ja. Es ist sehr übersichtlich. Es ist fast alles drin. Also sie arbeitet natürlich immer die aktuellen Sachen noch mit ein. Aber wirklich... Kann man nur sagen, absolute Empfehlung da draußen und vielen Dank, falls du das hier mitbekommst. Das war wirklich eine ganz große Arbeit. Den Link dazu findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach mal raufklicken, das ist nämlich wirklich ein Blick wert. Ja, und von da aus gehen wir dann auch weiter zu einem Thema, was wir in den ersten Teilen schon mal als Voice-Over auch behandelt hatten. Und da ging es dann um die katastrophalen Schäden bei Großkampfschiffen. Und jetzt ist sozusagen das Anschlussthema nämlich Wracks bzw. tote Schiffe bei Star Citizen. Genau. Ne? Aufgegebene Schiffe, verlassene Schiffe, was wird mit denen passieren? Und da hat sich Chris zusammengesetzt mit dem Vehicle Art Director und die beiden haben so in illustrer Runde festgestellt, eigentlich finden wir Schiffswracks auf Planeten total ganz geil. Und die wollen wir gerne erkunden und auf Planeten, im Weltraum, eigentlich wollen wir die überall haben, weil die finden wir irgendwie den Hammer und deswegen arbeiten sie auch fleißig daran. Und eigentlich haben sie gesagt, die tatsächlichen oder die ganzen Wracks werden tatsächliche Inhalte aus dem Spiel sein. Ja. Sie nehmen dann einfach die Assets und übertragen das Ganze und schaffen so auch neue Inhalte und ziemlich einfache Inhalte fürs Spiel. Es sollen eben, wie gesagt, keine Fake-Gebilde sein, die man nicht mehr wiedererkennt. Aktuell übrigens ist es noch so. Da sind die Wracks, die man jetzt so finden kann, tatsächlich nur einzelne Strukturen, die man kaum identifizieren kann. Das wird anders werden. Als erstes im Weltraum. Das wäre dann auch schon für Ende des Jahres geplant, dass die ersten größeren Schiffswracks kommen könnten. Mhm. Ne? Vielleicht wirklich mit der 3.0, wer weiß. Aber mit dem Fortschreiten des Spiels und vor allem der planetaren Entwicklung werden dann auch auf Planeten Schiffswracks zu finden sein. Ja, wobei das halt eine riesen Herausforderung ist. Ja. Also sie sagen halt, dass es schwierig ist, die Assets quasi in diese Planetenumgebung anzupassen und der Struktur anzupassen, der Planeten, und das ist wohl ziemlich zeitaufwendig und tricky und mal sehen. Ja, sie das dann auch wirklich dieser Ökozone anpassen müssen, das Schiffswrack. Zum Beispiel eben sieht ein mit Moos bewachsenes irgendwie Schiffswrack in einem Moor anders aus als eben seit 10 Jahren ein Wrack, was in der Wüste liegt und da vor sich hin korrodiert. All das wollen sie natürlich mit einbeziehen, das erfordert viel Handarbeit, darum wird es noch ein bisschen dauern. Also die ersten Schiffswracks zum Erkunden und dann eben auch als Missionsgeber zum Beispiel oder als insgesamt Geschichtsort, wo man eben Abenteuer erleben kann, die wird es dann im Weltraum geben. Und das ist so dann der erste große Schritt. Und ich glaube, so wie die wirkten, waren die auch so sehr begeistert von der Idee. Ne? Ich stelle mir auch so vor, wie sie da schön gesessen haben und dann, das finde ich auch geil. Ja, genau, und dann gehst du da rein und dann tauchst du da. Genau, so war's. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannende Info. Wenn ihr das nochmal in vollständiger, also ausführlicher Version haben wollt, geht auf SCB. Dort ist das nochmal für
euch aus ATV zusammengefasst. Wir gehen nämlich jetzt eine Runde weiter zu Reverse the Verse. Und das war diesmal Discolando mit Art Director, ich glaube, wie hieß er hier? Paul Jones, genau. Ja, und die haben irgendwie uns ganz viel preisgegeben über Schiffchen. Die, eigentlich geht es jetzt die ganze Folge um über Schiffe. So ist es. Und vor allem für alle da draußen, die Banu Merchantman, da gab es ein paar News. Der fliegende Händler ist soweit. Die erste Konzeptphase ist abgeschlossen. Sie befindet sich jetzt in der zweiten Konzeptphase. Und das Ganze, ja, Sie wissen gut, es dauert ein bisschen, wir sind etwas hinterher. Aber das liegt daran, Sie wollen einen sogenannten Banu-Archetypen schaffen. Mhm. Also ein grundlegendes Style-Cheat im Prinzip, ne, für die Rasse und Schiffe in dem Zusammenhang, und deswegen dauert das auch ein bisschen und dafür wird es dann am Ende gut. Genau, so ist es, denn sie wollen ja im Endeffekt dann auch mehrere Banu-Schiffe entwickeln und dafür ist dann eben die Merchantman sozusagen der Stylegeber und von da aus geht es dann weiter. Darum dauert auch der erste Entwicklungsprozess natürlich etwas länger. Jetzt sagt man sich, okay, erste Konzeptphase ist abgeschlossen, was ist denn dann die zweite Konzeptphase? Die beinhaltet einmal natürlich den gesamten Design-Aspekt, auch mal den Design-Überarbeitung auch der Banu, wobei sie gesagt haben, es wird keine großen Designänderungen geben, es geht eher um Standards zu schaffen für die Banu, dass man halt Standards für dieses Schiff schafft, was dann auch übertragbar sind, welche auch übertragbar sind auf andere Schiffe, aber es geht auch darum, dem Schiff selbst einen Sinn und Zweck im Spiel zu geben, ne? Ihm eine Rolle, eine Aufgabe zuzuweisen. Das heißt, Dinge, wo die Banu Merchantman besonders gut drin sein wird, wie zum Beispiel, ich schätze mal persönlich, lange Reisen und eben der fliegende Bazar, wie du so schön gesagt hast, oder eben Dinge, wo sie nicht so gut ist, vielleicht im direkten offensiven Kampfeinsatz. Solche Dinge sollen dann eben gebalanced werden, damit das Schiff eben wirklich seinen Platz im Universum finden kann. Und von da aus ging es dann auch nämlich weiter zum nächsten Schiff, was immer viel Aufsehen erregt, nämlich der Anvil Carrick. Ja, und die Anvil Carrick ist in einer ähnlichen Phase wie die Banu Merchantman, haben sie gesagt. Also da geht es auch auf jeden Fall voran. Sie arbeiten in UK, in den Studios daran, und es wird das erste Multicrew-Schiff sein, was dort fertiggestellt wird. Genau. Also im UK. Ne? Im UK. Genau. Also im United Kingdom. Ja. Also. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, langsam. Nee, ist richtig, genau. Also das ist ja super, dass sie jetzt auch die Carrick weiter vorantreiben. Genaue Informationen dazu gab es jetzt noch nicht, wann und wie weit sie jetzt aktuell sind. Aber wie gesagt, zweites Konzeptstadium ist erstmal so die grobe Richtlinie. Was sie noch gesagt haben oder wo es dann noch mehr Infos gab, war bei der RSI Polaris Korvette, die ja auch im Konzeptstadium ist. Ja, weil mir noch eingefallen ist, sie haben doch noch was dazu gesagt, das Interieur. Ah, ja, dass richtig. Dass sie daran arbeiten, auch das Anvil. Anvil-Interieur, dass sie das sozusagen auch standardmäßig festlegen wollen und so. Sehr gut. Jetzt die nette Korvette. Genau. Oh Gott, wundervoll. Ja, also RSI bringt eine Korvette heraus, die sogenannte Polaris. Die Idris war ja mal als Korvette geplant, ist dann aber durch Squadron 42 deutlich größer geworden und so kam das Bedürfnis auf, eine richtige Korvette rauszubringen. Das wird die Polaris. Ja, und da sagen sie eigentlich, dass sie schon ziemlich weit sind und sehr zufrieden mit dem Konzept. Ja, sieht wirklich toll aus, haben sie gesagt. Und hat auch der liebe Chris gesagt. Wobei er gleichzeitig das große Aber angesetzt hat und gesagt, Mensch, ich will aber noch mehr Aufnahmen haben. Ich will noch mehr Actionbilder haben. Und das hat er alles angefordert. Wird er wahrscheinlich auch kriegen. Mhm. Und sobald das alles abgesegnet ist, wird es gleich in die Marketingmaschinerie gehen, denn es wird neue Broschüren geben und ich hoffe, dass wir das dann auch bald zu sehen kriegen werden. Ne? Vielleicht Speculation. Wäre CitizenCon. Genau, also unsere Spekulation zur Polaris-Korvette ist, dass wir den Konzept-Sale dann zur CitizenCon im Oktober bekommen. Das würde ganz gut passen, auch von dem Entwicklungsstand, von dem Sie jetzt gerade so sprechen. Ich glaube, das ist so ungefähr abgezirkelt, dass sie dann vielleicht präsentiert werden kann. Bin ich mal sehr gespannt. Er hat auch gesagt, gerade da, um jetzt noch mal meine Kurve wieder zu kriegen. Auch da soll es noch extra Bilder vom Interieur geben. Ne? Interieur, ja, genau. Sehr schön, ne? Hast du das gesagt. So soll das sein. Genau, ja. Und dann gingen sie am Ende von Reverse the Verse aufgrund der Fragen der Leute nochmal auf jene Schiffswracks ein, die wir eben in ATV besprochen haben. Und da haben sie wirklich gesagt, diese Schiffswracks sind auch wirklich dafür geplant, so wie sie vorgestellt wurden in Episode 3.5 von ATV, dass sie gesagt haben, die sollen wirklich auch Gameplay-Assets sein. Das heißt, es sollen sich wirklich auch Missionen, Geschichten und alles Mögliche drum drehen. Ne? Sie sollen Teil des lebendigen Universums werden oder sein und ja, wie gesagt, Anlaufpunkt sein für verschiedene Missionen, Geschichtsentwicklungen, Abenteuer und
können auch im Nachhinein noch entstehen in dieser Spielwelt. Das heißt, auch was bei Anfang alles drin ist in so einem System und vielleicht da rumtreibt irgendwo, ist nicht immer, muss nicht immer alles sein. Das eine kann abgebaut werden oder vielleicht irgendjemand birgt dieses Schiff dann und dann kommt ein neues irgendwo in einer Geschichte, wird das angelegt. Also es wird eben ein Teil des gesamten Universe-Gameplays werden, solche Schiffswracks auch zu finden und zu untersuchen. Für euch Explorer da draußen eine sicherlich sehr, sehr spannende Aufgabe, kann ich mir vorstellen. Ja, und von dort aus sind wir dann fertig mit Reverse the Verse und gehen dann zum Subscriber Town Hall. Ja, und die Subscriber Town Hall, für alle, die es noch nicht wissen, also es wurde umgenannt von der RTV Subscriber Edition, das heißt jetzt Subscriber Town Hall. Und da ging es diesmal um Sound. Soundeffekte, dynamische Musik, alles, was die Atmosphäre im Spiel durch Sound beflügelt und bereichert. Ja, so ist es. Und sie arbeiten mit verschiedenen Systemen zusammen und wollen auch nicht nur eine auf eine Art und Weise das Ganze schaffen, sondern halt auf mehreren Ebenen sozusagen. Ja. Und sie haben gesagt, deswegen machen sie mit eigenen Sound, arbeiten sie mit eigenen Klängen oder eigenen Aufnahmen, aber auch mit fertigen Aufnahmen. Und dadurch entstehen wieder neue Effekte, neue Klänge, die es so vorher noch nicht gab. Das ganze System wird dann eben dynamisch abgestimmt. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, dass man eben bestimmte Zonen, bestimmte Bereiche betritt und die Musik zum Beispiel ändert sich, die Hintermusik, Grundmusik, die ein sehr, sehr wichtiger Faktor dabei ist. Oder eben die Soundeffekte werden anders. All das zum Beispiel für die planetare Landung ist noch nicht fertig. Da gibt es auch das Soundsystem noch nicht dafür. Da sagen sie, das wird abhängig sein von der Größe des Schiffs, von Typ des Schiffs und sogar der Dichte der Atmosphäre. Ja, denn die sollen unterschiedlich dicht sein und dementsprechend wird es auch länger dauern oder kürzer dauern, um eine Atmosphäre komplett zu durchbrechen oder eben einzutreten. Und deshalb wird sich auch die Soundkulisse dem anpassen. Also das heißt, sehr, sehr viele unterschiedliche Sounds für eben auch jedes unterschiedliche Schiff. Da kamen sie nämlich auch dann nochmal drauf, ne? Ja. Dass Schiffe auch alle unterschiedliche Sounds bekommen. Genau, und auch, dass die Hersteller der Schiffe unterschiedliche Klänge haben werden oder unterschiedliche Sounds. Wobei sie auch gesagt haben, es ist im Moment noch alles nicht so rund, aber das ist Ziel des Ganzen. Genau. Und damit wir das alles schön hören können und auch aufnehmen können, soll es für 5.1 und 7.1 Systeme verfügbar sein und möglich sein. Und eine Empfehlung wurde auch ausgesprochen, also jetzt nicht allerbilligsten Lautsprecher oder Kopfhörer kaufen. Es müssen nicht die teuersten sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Sounddesigner schon sagt, der sich so viel Arbeit macht, kauft euch ein bisschen was Ordentliches, damit ihr eben auch die 5.1 oder 7.1 über Lautsprecher geht es ja, über Kopfhörer geht es ja auch theoretisch, dass ihr das auch wirklich einfangen könnt, denn es wird auch wirklich Teil des Gameplays sein. Wie schon gesagt, dann sind die Sounds mal hinter euch, vor euch, links, rechts, wie auch immer. Und sie machen sich wirklich große Gedanken daran, denn gerade wenn man sich überlegt, dass sie sogar die Musik inzwischen klassifizieren, ne? Ja. Warte mal, wie wolltest du das? Du meinst die Bewertungsskala. Die Bewertungsskala, genau. Ja, sie klassifizieren es und haben ein Bewertungsskalensystem angefertigt, also von 1 bis 10.000 waren das sogar, wobei 10.000 das Beste ist. Also da fliegst du dann aus deinem Sessel wahrscheinlich, weil dann, weil du alles aufnehmen kannst durch diese Soundeffekte und 1 ist dann halt nicht so doll. Naja, es ist wirklich, also du hast halt mit 10.000 ist halt wirklich die dramatischste, heftigste, lauteste Musik, so quasi Beethovens Fünfte, die dann wirklich das Ohr, das Trommelfell raushämmert, wohingegen eben eins dann eher so lapidare Fahrstuhlmusik ist. Ja, genau. Also das, so klassifizieren sie es. Ihr seht schon, mit 10.000 Schritten dazwischen wird es sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmungen geben, Atmosphären geben, die sie damit erzählen wollen. Und das ist natürlich auch der ganze Sinn, denn damit unterstreicht man das Ganze nämlich erst. Ne? Das ist klar. Genau. Und sie haben auch noch dran gearbeitet oder arbeiten dran an der Ausarbeitung oder an der realistischen Darstellung des Schalls. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt außerhalb von einem Schiff befinden und innen drin werden Schüsse abgefeuert, dann soll das sozusagen der Hall wiedergeben und oder bestimmte Echos wiedergegeben werden und das finde ich eigentlich auch ganz geil, ne? Dass du das irgendwie dann mitkriegst, okay, was ist da dran los? So im Halbdunkel eines Wracks, ne? Wo du dann irgendwo hinten das Tippeln von irgendwelchen kleinen Viechern hörst, die da irgendwo langlaufen, das ist natürlich ein großer Punkt und wie gesagt, auch nochmal unterstrichen, die Schiffe und Hersteller werden alle eigene Sounds bekommen, auch Portfolios bekommen, wie diese Dinger klingen. Momentan gibt es das noch nicht, weder die richtige Verortung, noch gibt es eben unterschiedliche Klänge für die Schiffe.
Schiffshersteller. Das wird alles noch Stück für Stück erweitert. Also von daher brauchen wir da sicherlich noch ein bisschen Geduld, bis das alles perfekt ist. Ja, aber das war das, ne? Ja, genau. Aber, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt innerhalb dieser Taudauer. Der freut dich ganz besonders. Ja, die Jukebox soll eingeführt werden. Das finde ich echt super. Ja. Und die Jukebox soll, wie gesagt, eingefügt werden, aber, kommt gleich wieder ein Aber, toll. Sie wissen noch nicht, das ist natürlich eine rechte Frage auch, ne? Inwiefern bestimmte eigene Musik hochgeladen werden kann und abgespielt werden darf. Ja. Also wenn du da jetzt deine Rammstein-Platte auflegst, ja, oder müssen wir erstmal Rammstein fragen, genau. Ja, genau. Fände ich ja total super, wenn das gehen würde, zumal es ja auch eigentlich zur Lore passen würde, weil die Musik gibt es ja, ja theoretisch. Ja. Aber ihr könnt es euch vorstellen, mit GEMA und allem, was da dran hängt, könnte sein, dass es da so Schwierigkeiten gibt. Darum können sie es noch nicht versprechen. Was sie aber gerne haben wollen, unbedingt, sind eigene Radiostationen. So ähnlich wie bei GTA, wo du eben die verschiedenen Radiosender durchgehen kannst. Ja, und sie haben sogar einen Traum geäußert, den sie damit verbunden. Ne? Dieser Traum, der könnte von mir sein. Ja, sie wollen nämlich schaffen, dass man später sogar als Radiomoderator /Radiomoderatorin Geld im Spiel verdienen kannst damit, mit diesem Job. Und das finde ich absolut der Hammer. Und ich finde es auch echt toll, dass so Wünsche und Träume erfüllt werden. Auch so unausgesprochene Wünsche und Träume. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ja, also wenn ihr dann irgendwann im Verse unterwegs seid und möchtet was Schönes hören, dann schaltet am besten auf SCB Live on Air mit Cecilias Nightshow. Ich geleite euch dann durch die Nacht, durch das Universum. So ist es. Das wäre doch total cool. Auch da muss man leider noch sagen, es steht noch ein bisschen in Klammern. Sie wissen noch nicht, wie sie es umsetzen können und ob sie es schaffen, aber es wäre eben ein echter Traum und ein Wunsch von ihnen, es zu tun. Und wir bestärken sie darin nur, weil wir fänden das nämlich auch total geil, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ne? Ja, und von da aus sind wir dann durch mit der Subscriber Town Hall und gehen direkt rüber zu einem Aspekt, der ist auch sehr, sehr oft bei Star Citizen da, nämlich Ben, der zu Besuch ist bei Nicole Badgirl D'Angelo. Das ist eine Streamerin und YouTuberin, die ihn relativ regelmäßig interviewt und Ben Lesnick beantwortet da gerne mal Fragen. Hier haben wir uns was rausgegriffen, was für euch bestimmt ganz interessant ist, weil in diesem Interview gab es ein paar interessante Neuigkeiten. Ja, und eine Neuigkeit war, dass es Killboards geben wird. Also je nachdem, wie viele Piraten man abschlachtet oder umgekehrt, wird es dann eine Übersicht geben, wo dann ja so angepasst. Genau, genau. Die World Famous Pirates dann, die hast du alle erwischt. Oder es ist wegen, wie gesagt, so fiel mir so ein bisschen Langley vom CIA ein, wo du so schwarze Sterne an den Wänden hast für einen gefallenen Operative. Auch das wird es eben sein, natürlich mit diesen Killboards. Dann, was eine sehr, sehr coole Info war, fand ich, war die Sache mit den Starterschiffen. Ja. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Starterschiff habt, zum Beispiel eine Aurora oder eine Mustang Alpha, kriegt ihr damit 1000 UEC. Das reicht halt gerade so aus, um quasi die erste Ladung zu füllen, den ersten Container voll zu machen und eben mit ein bisschen Glück 1500 UEC am Ende der Reise rauszubekommen. Wenn ihr jetzt aber von der Aurora zum Beispiel direkt auf eine Hull C upgradet, da bleiben euch trotzdem nur diese 1000 UEC Starter Money und die reichen nicht aus, um zum Beispiel eine Hull C vollständig zu füllen, also die ganzen Container voll zu kriegen. Das bedeutet, es könnte sein, dass eure ersten Flüge erstmal dahin gehen, dass ihr irgendwo anheuert. Ja. Und das finde ich auch wiederum richtig, muss ich an dieser Stelle sagen. Das hat nämlich meine Mama früher immer schon gesagt. Cecilierchen, fang klein an, greif nicht immer nach den Sternen. So, ja, danke Mama, habe ich mich auch dran gehalten. Ja, nee, obwohl, ist klar. Nee, eigentlich nicht. Ne? Nicht wirklich. Ja, gut, okay. Also auf jeden Fall ist es so, klar, wenn ihr einen Porsche haben wollt, gut, dann müsst ihr auch hart dafür arbeiten, anheuern, euch als Crew irgendwo zur Verfügung stellen, dann kriegt ihr auch Kohle, dann könnt ihr das machen. Oder ihr bleibt bei eurem kleinen Trappichen oder... Genau. Corsa oder so. So ist es. Und arbeitet euch langsam und hoch. Arbeitet ne? euch langsam das hoch. Das ist natürlich der Sinn der Sache. Von daher wirklich nicht wundern, wenn ihr dann da 15 Schiffe im Hangar habt, das Spiel startet, ihr habt da draus dann irgendwie 2000 UEC und denkt dann, und jetzt? Das reicht ja gerade mal für die Tankfüllung von meiner irgendwie Dragonfly. Aber gut, anyway, das wird dann eure Aufgabe sein, euch wirklich da hochzuarbeiten. Ähnlich hat er es dann noch auf die Explorer umgewandelt. Da geht es dann aber wirklich auch darum, dass er sagt, auch die Explorer-Starterschiffe, wie zum Beispiel eine Aurora LX oder eben eine, was hat er, Mustang Beta, ne? Genau. Die werden zumindest auf jeden Fall Explorer Vorteile bringen, damit man damit auch starten kann, das Spiel. Ja, ne? Und vor allem sollten sie auch
auch diese Vorteile der Erkundung nutzen können. Und deswegen sollen sie halt Sensoren oder Spritvorräte haben, um auch Wurmlöcher entdecken zu können oder überhaupt auf Planetenressourcen erkunden oder entdecken zu können. Ja, also damit wird man auch ins Spiel starten können. Man muss es nicht über Frachttransport oder Ähnliches machen. Ne? Das waren auf jeden Fall die wichtigsten Info daraus. Wenn ihr da nochmal genauer nachlesen könnt, der Artikel ist auch übersetzt bei SCB. Da sind auch noch ein paar weitere Infos mit dabei, kann ich ja mal so dazu sagen. Wir gehen jetzt aber zu unseren Videos. Ja, und das Erste, was ich fröhlich ankündigen kann, ist ja der Monatsreport, den Wiesen und du letztes Mal gemacht haben. Ja, was lassen wir? Ich fand den so cool, weil wir den im September gesendet haben, aber es war der Juli-Monatsreport. Ja, komisch. Moment mal kurz, hier Black kurz, ja. Weil wir auf der Gamescom so viel gefilmt haben, so viele Videos gemacht haben und deswegen kamen wir nicht dazu, diesen Monatsreport Juli zu machen, wofür du ja sowieso keine Zeit hattest, sondern Wiesen. Danke, Wiesen, an dieser Stelle. Ja, und also wie gesagt, für alle, die drauf gewartet haben, der Vollständigkeit halber, dachten wir uns natürlich auch für alle, die neu einschalten und so, wir machen das trotzdem, damit jeder die Möglichkeit hat, falls im Laufe des Jahres mal ein Monat fehlt. Nee, wollten wir nicht, deswegen haben wir gesagt, machen wir das. Das wäre doch auch wieder gemeckert werden. Ne? Genau, dann hätten sie auch wieder gemeckert. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen das. Und es gab ja auch wirklich viele Infos. Ja. Die haben wir euch da zusammengetragen, alle Neuerungen, auch alles mit der Gamescom verbunden, was es da in der CRG-Präsentation gab. Der August wird dann schneller kommen. Genau, und da stelle ich euch wieder dahin. Nächste Woche machen wir das dann. Es ist super gelaufen, von daher guckt mal rein, es ist ein total schönes Video geworden von den Zweien. Wir gehen jetzt doch zum nächsten und das war ein Voice-Over. Und zwar zur Preview der Hornet F7A MK2. Das ist nämlich die Weiterentwicklung der Hornet-Varianten. Die wird irgendwann umgesetzt werden, auch alle anderen Hornets. Aber jetzt ging es erstmal um die Militär-Variante, die in Squadron 42 zum Einsatz kommen wird. Ein sehr schickes Schiff, kurzes Voice-Over dazu, schaut es euch rein, insbesondere alle Hornet-Fans, da kann man sich wirklich nur die Finger lecken nach. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Video geworden, wo sie eben so zeigen, wie wird die MK2-Variante der Hornet bald aussehen. Ja, und von da aus hatten dann Wiesen und ich noch ein Video, ne? Ja, und da könntest du auch reinschauen, denn das war der Progress Report und da habt ihr euch auch eigentlich alles zur 2.5 Alpha, habt ihr alles zusammengetragen und eine tolle Roadmap zu 3.0 gemacht. Genau, geht mal auf das Video, schaut es euch an und kommentiert oder diskutiert kräftig mit, da geht es ordentlich ab in den Kommentaren, wo es natürlich dann vor allem Richtung 3.0 geht und wir fassen euch im Grunde genommen die Roadmap nochmal zusammen, was soll bis dahin passieren, was wissen wir schon und worüber spekulieren wir auch, was in der Zeit kommen wird. Schöne Sache. Ja, und von da aus gehen wir dann zum Live-Format, das ist dann der Twitch-Stream, der dann nämlich am Donnerstag kommen wird, 20.15 Uhr. Diesen Donnerstag geht es wieder los, live auf Twitch mit Let's Crash. Bux und ich werden da wieder durch die Sendung führen und ja, natürlich gerne Fragen beantworten oder so das ein oder andere Hot Topic nochmal rausgreifen. Ja, damit sind wir eigentlich durch, ne? Ja, damit sind wir eigentlich durch. Wir haben noch Interaction. Interaction, genau. Ach, da haben wir euch ja gefragt. Zweimal sogar. Ja, doppelt hält doch besser. Ja, ist gut. Mach weiter, komm. Doppelt hält besser. Wir haben euch gefragt, wie hat euch denn die CIG-Präsentation gefallen? Und 38% haben tatsächlich gesagt, hey, oder haben gar nichts gesagt, ich bin immer noch sprachlos. Das war die Antwort. Und 60% haben gesagt, ja, das war ein super Auftakt, ein super Anfang und wir sehen ja auch 3.0 als Auftakt. Ja, absolut. Ja, 2% haben übrigens die Frage nicht verstanden. die haben dann einfach gähn angeklickt, aber gut, das ist... Vielleicht fanden sie es auch so, ist gar kein Problem. Aber wir sehen natürlich auch die 3.0 wirklich als Startschuss, weil wir wirklich das erste kleine MMO haben in Bezug auf Star Citizen. Das Spielchen spielen. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem bis dahin geht es noch ordentlich weiter. Wir haben noch ein halbes Jahr, was jetzt wirklich total spannend wird in Bezug auf die CitizenCon im Oktober, in Bezug auf die SitCon, das deutsche Fan-Event, dann natürlich in Bezug auf das Weihnachtsding mit der Alpha 3.0 Ende des Jahres, hoffentlich, und irgendwann noch irgendwas Neues zu Squadron 42. Das heißt, bleibt dran, abonniert den Channel hier, schreibt uns ordentlich Kommentare und natürlich liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf unser Patreon-Profil geht. Vielleicht findet ihr da was. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Cecilia und Sawyer, wir verabschieden uns von euch bis zur nächsten Woche mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Hey, du hast nicht runtergezählt. Stimmt. Sehr gut.